Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Monika hat es gesagt. Wir regieren nun seit 3 Jahren in Nordrhein-Westfalen, haben vor ziemlich genau einem Jahr unseren zweiten Koalitionsvertrag verabschiedet. Und man kann sagen, damit haben wir eine Erfolgsgeschichte begonnen, die sich durch die ganze Republik gezogen hat. Baden-Württemberg, Bremen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen. Die Mehrheit der Menschen in den deutschen Ländern wird gemeinsam von der SPD und den Grünen regiert. Und das hat diesen Ländern gut getan, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist kein Zufall. Dafür haben wir hart gearbeitet, alle gemeinsam. Dafür haben wir Ideen und Projekte entwickelt, Visionen, und wir haben sie deutlich gemacht, haben dazu gestanden, und die Menschen in den Ländern haben sich bewusst für uns Grüne entschieden. Und die Umfragen in den Ländern zeigen ja auch, dass sie mit unserer Arbeit zufrieden sind. Überall, wo wir mitregieren, würden wir auch in den Ländern in unserer Regierungsarbeit bestätigt. Darauf dürfen wir uns nicht ausruhen, aber das ist eine gute Ausgangslage. Und ich sehe es wie Jürgen, die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Wir haben noch alle Optionen und deswegen lohnt es sich, sich anzustrengen. Was haben wir geschafft in den letzten Jahren? Im Grunde können wir noch überrascht sein von den Erfolgen unserer Minderheitsregierung. Wir haben verdammt viel geschafft und sehr viele Reformen nachhaltig auf den Weg gebracht. Wir setzen Maßstäbe in der Klimaschutz- und Verbraucher- und Umweltpolitik hier als Grüne in Nordrhein-Westfalen. Wir haben die Kommunen mit dem Stärkungspakt Stadtfinanzen gestärkt und haben angefangen, dass sie aus dieser Vergeblichkeitsfalle herauskommen und aus diesem Haushaltsdruck herauskommen. Da ist noch viel zu tun, aber ohne die 3,4 Milliarden, die wir in Nordrhein-Westfalen da investieren, wäre diese Trendwende nicht eingeleitet worden. Das wisst ihr ganz genau, die ihr in den Kommunen auch Politik macht. Wir haben die Studiengebühren abgeschafft, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir sollten eins nicht tun. Wir sollten nicht das, was wir schon vor 2 Jahren beschlossen haben, nicht noch mal laut und deutlich sagen hier in dieser Wahlauseinandersetzung. Als wir das gemacht haben, da gab es doch in den meisten Westländern noch Studiengebühren. Jetzt sind uns alle Länder gefolgt. Und in Bayern hat das Volk Herrn Seehofer gesagt, dass auch er die Studiengebühren wieder abschaffen muss. Es gibt nirgendwo mehr Studiengebühren. Das wäre vor einigen Jahren nicht denkbar gewesen. Da war der Trend ganz anders gestellt. Und dafür waren wir in Nordrhein-Westfalen ganz, ganz wichtig. Und wir haben in einer beispiellosen Aufholjagd im Bereich der Kitas und der Betreuung unter 3, da kommen wir ja noch zu, haben wir es geschafft, die Mindestquote von gut 30% zu schaffen. Allein dafür haben wir 700 Millionen investiert in den letzten Jahren. Und dieses Geld fällt nicht vom Himmel. Und bei all diesen Entscheidungen müssen wir sorgfältig abwägen. Und da bleiben wir Grüne aber auf dem Teppich. Natürlich wäre es schön, wenn wir überall kostenfreie Kitas hätten. Aber so leichtfertig, wie Herr Steinbrück das jetzt verspricht, wenn er Kanzler wird, wird das deutschlandweit eingeführt und wird das umgesetzt. Da wären wir etwas vorsichtiger. Da ist eine maßvolle Linie, wie wir sie haben, wie Jürgen sie auch vertreten hat. Das ist richtig. Da können sich die Menschen eben auch auf uns verlassen, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, und natürlich haben wir mit dem Schulkonsens unser Schulsystem zukunftsfest gemacht. Wir haben in nur 2 Jahren, wer hätte das gedacht, wir haben ja hart um unser Schulkonzept gerungen, wer hätte das gedacht, dass wir in nur 2 Jahren 130 neue Schulen des längeren gemeinsamen Lernens in Nordrhein-Westfalen haben, liebe Freundinnen und Freunde. Das sind Schulen, in denen die Kinder angenommen werden, die häufig schon inklusiv angelegt werden. Das sind Schulen, die ganztags arbeiten. Das sind Schulen der Zukunft, die gut sind für unsere Kinder und für die Zukunft unserer Gesellschaft. Und weil der Wilhelm das gerade so schön gesagt hat, und das ist ja immer wieder bewegend, ich weiß nicht, ob er wo er ist und ob er jetzt auch zuhört, da hinten ist er. Wenn du beschreibst, wie wichtig für Kinder ganzheitliche Erfahrungen sind, dann machen wir ja nicht nur Schulstrukturpolitik, sondern wir machen ja auch andere Schulpolitik. Wir weiten die Arbeit Schulen ohne Rassismus, Schulen mit Courage aus. Wir weiten die kulturelle Bildung in unseren Schulen aus. Und wir weiten auch aus Bildung für nachhaltige Entwicklung, damit Kinder mehr in außerschulische Lernorte gehen und die Erfahrung der Natur, die sie vielleicht zu Hause nicht mehr so haben, dann eben in der Schule bekommen. Auch das ist grüne Schulpolitik, liebe Freundinnen und Freunde. Die weichen Faktoren, die so wichtig sind für sinnliches Lernen und Leben von Kindern und Jugendlichen.
Wir haben auch die politische Kultur im Land verändert. Wir arbeiten intensiv mit den Vereinen, Verbänden, Initiativen zusammen und haben die Opposition in Regierungshandeln eingebunden. Darum, auch darum war die Minderheitsregierung so erfolgreich. Und unsere Regierungsarbeit, das will ich an dieser Stelle auch sagen, das gehört auch dazu, die wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht so gemeinschaftlich agiert hätten, als Regierungsmitglieder, als Fraktion, als Landesvorstand und mit unseren Kreisverbänden. Wir haben hier immer gemeinsam gestanden und gemeinsam gekämpft, und dafür möchte ich an dieser Stelle auch mal ganz herzlich Dankeschön sagen, sonst könnten wir nicht so überzeugend agieren. Das ist unser aller Erfolg. Und ich will das an einem Beispiel sagen. Die Barbara hat ja nicht nur den Nichtraucherschutz durchgestanden und durchgekämpft gegen manche Widerstände, auch von den Genossen in Dortmund zum Beispiel. Die Barbara hat ja auch in einer beispiellosen Art und Weise das Thema Ausweitung der Plätze für den Maßregelvollzug gemacht. Und wenn da auf eine Gruppe Verlass ist, dann sind das die Grünen vor Ort, und ich weiß das. Und dafür möchte ich ganz herzlich Danke sagen. Da steht ihr für die Sache und ihr geht nicht und reiht euch nicht ein in die Populisten, die von CDU und anderen dann ganz schnell da vor Ort auf der anderen Seite stehen und nicht das Ganze im Blick haben. Das sind Bündnis 90 die Grünen in Nordrhein-Westfalen, das gemeinsam zu stehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, aber es ist auch gut, dass wir jetzt eine Mehrheit haben. Eine Mehrheit zum Beispiel für ein Inklusionsgesetz in der Schule, was natürlich kein Spaziergang ist. Eine Mehrheit aber insbesondere für den Bereich der Haushaltspolitik. Wer würde denn mitstimmen aus der Opposition, wenn es darum geht, unpopuläre Entscheidungen zu treffen? Das stimmt doch keine Opposition mit, deswegen brauchen wir dafür eine Mehrheit. Und mit dieser Mehrheit haben wir angefangen, ihr wisst das, wir haben angefangen, 150 Millionen einzusparen bei Förderprogrammen, und wir haben zu vertreten eine unpopuläre Entscheidung. Ich will das hier gar nicht verschweigen, ich will das hier ausdrücklich sagen, weil wir das solidarisch auch besprochen haben, der Nichtübertragung des Tarifabschlusses auf einen großen Teil der Beschäftigten. Das haben wir aber nicht gemacht, weil wir da irgendwie Spaß dran haben oder irgendwelche Arbeit nicht wertschätzen würden, sondern das haben wir getan, weil die Haushaltskonsolidierung nicht gelingen würde, wenn man den größten Bereich des Landeshaushalts, und das ist nun einmal so, ausnehmen würden aus den Konsolidierungsanstrengungen. Und dann haben wir uns entschieden, gegen Stellenabbau, gegen Mehrarbeit, sondern für diese sozial auch noch gestaffelte Lösung der Nichtübertragung. Das war eine harte Entscheidung, aber wir haben sie als eine verantwortbare Entscheidung betrachtet. Und auch da sind wir euch dankbar, dass ihr vor Ort, zum Teil in Räten, dann diese Entscheidung mit vertreten habt. Vielen Dank auch dafür. Wir müssen in der Haushaltspolitik, wir müssen den Dreiklang durchhalten, und den haben wir ja auch vor der Landtagswahl genau schon so gesagt. Wir haben gesagt, maßvoll einsparen, in die Zukunft investieren, in Kinder, Klima und Kommunen investieren. Und wir haben auch vor der Landtagswahl, ich habe das als Spitzenkandidatin in der Landtagswahl schon gesagt, ja, wir Grüne stehen dafür, dass wir höhere Vermögen stärker besteuern, dass wir den Spitzensteuersatz anheben und dass wir die Vermögen besteuern, weil wir sonst diesen Staat, diese Kommunen und die Länder nicht handlungsfähig halten. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir das auch im Bundestagswahlkampf durchstehen können, dieses Steuerkonzept, was wir Grüne auf Bundesebene beschlossen haben. Wir in NRW tragen das mit, und ich finde genau richtig, wie Jürgen das hier gesagt hat. Liebe Freundinnen und Freunde, die Strecke 2010 im Mai, angefangen für das Land, aber auch angefangen auf Bundesebene. Als wir angefangen haben, haben wir die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundesrat gebrochen. Mit Niedersachsen haben wir jetzt eine Mehrheit im Bundesrat. Und wir haben auch diese rot-grüne Mehrheit im Bundesrat genutzt, um deutlich zu machen, wofür Grüne stehen. Für die Frauenquote, Antrag eingebracht, mit unterstützt, aber im Bundestag abgelehnt. Wir haben eingebracht einen Antrag für den Mindestlohn, im Bundesrat beschlossen, im Bundestag abgelehnt. Wir haben einen Antrag eingebracht für die
Abschaffung der Optionspflicht für die doppelte Staatsbürgerschaft im Bundesrat eine Mehrheit im Bundestag abgelehnt. Das zeigt, liebe Freundinnen und Freunde, wir brauchen auch eine rot-grüne Bundesregierung, damit wir noch wirkungsvoller für uns im Land und für die Menschen in Nordrhein-Westfalen, in den Kommunen und in Deutschland Politik machen können, liebe Freundinnen und Freunde. Darum lasst uns gemeinsam kämpfen, dass wir das schaffen. Auf uns Grüne kommt das an. Das wissen wir, wenn man in das Land Berlin guckt. Die SPD geht nämlich auch in große Koalitionen, wenn sie es gar nicht müsste. Das haben wir bei Herrn Wowereit gesehen. Also werben wir für grüne Stimmen. Ermutigen wir nicht die Menschen, SPD zu wählen, Volker, sondern ermutigen wir sie, Grünen zu wählen, weil auf Grüne kommt es an, damit es eine Veränderung auch in der Republik gibt. Ich freue mich auch darauf. Silvia. Ja, Silvia, vielen Dank. Vielleicht kommst du noch mal nach vorne, weil wir auch für dich ein kleines Geschenk haben. Und du hast gesagt, wir haben eine Strecke hinter uns und vor uns. Und diese Strecke ist Rot-Grün 2010 bis 2017. Wir haben heute genau vor einem Jahr den Koalitionsvertrag verabschiedet und etwa vor 3 Jahren sozusagen begonnen zu regieren. Und du hast gesagt, du erinnerst dich bestimmt noch an dieses schöne Motiv. Ja, das ist vom Koalitionsvertrag, dieser rot-grüne Schlüssel, der einfach viele Türen öffnet und viele Chancen auch bringt. Und wir haben schon ganz, ganz viel erreicht von diesen Verträgen. Das Klimaschutzgesetz verabschiedet deutschlandweit das erste, den Schulkonsens erreicht, das ist dein Schulkonsens, das Nichtraucherschutz gestärkt, die Kommunen gestärkt, Demokratie und Mitsprache gestärkt, die Studiengebühren abgeschafft, steht jetzt nicht drauf, haben wir auch alles gemacht. Also ganz viel, was schon abgearbeitet ist, aber natürlich auch noch viel, was in diesem Vertrag noch steht, was wir noch tun möchten. Nämlich zum Beispiel die Verkehrswende in Nordrhein-Westfalen weiter voranzutreiben. Da werden wir morgen ja breit drüber diskutieren. Ein neues Kindergartengesetz auf den Weg bringen, da werden wir auch gleich drüber diskutieren. Den Haushalt gerecht sanieren, natürlich eine Daueraufgabe. Inklusion umsetzen, auch eine Aufgabe, die weit über diese Legislaturperiode hinausgehen wird, auch eine Daueraufgabe ist. Und natürlich den Klimaschutzplan für NRW auf den Weg bringen. Also noch ganz viel zu tun, aber ganz, ganz viel erreicht. Und dafür möchten wir als Partei dir stellvertretend für die gesamte Regierungsmannschaft sehr herzlich danken und weiterhin viel Erfolg und weiter so. Dankeschön.